Oh, Hilfe. So, da sind wir wieder. Oh. Gespawnt und direkt im Eis gelandet. So hab ich das gern. Ja. Ich hab irgendwelche grünen Stiefel gefunden. So. Jetzt mal gucken. Das sind aber andere. Die habe ich noch nicht. Dämonenjägerstiefel. Hm? Jo. Ja, ich habe jetzt bis auf einen Mönch und einen Magier habe ich alles auf 70. Boah, krass. Also ich habe einen Mönch auf 70. Ich habe einen Mönch auf 69. Oh, und Angeber. Magier auf 66. Angeber. Es ist aber mittlerweile so einfach zu leveln. Also wir haben keine 15 Stunden gebraucht, um die Chars auf 70 zu kriegen. Die Season Chars. Ach ja. So fix, ja. Ich kann mich noch erinnern, wo Diablo rauskam, war das Level noch echt voll die Qual. Oh ja. Weil es hat echt ewig gedauert. Ja. Kenn ich auch so gut. Obwohl ich hatte zu der Zeit so extrem viel WoW gespielt. Und wir hatten bei uns in der Gilde einen Spieler, der früher bei For the Horde mitgezockt hatte. Und dann sozusagen in Rente gegangen ist, weil er dafür dann ein bisschen zu alt war. Und hat dann bei uns mit Progress geradet. Und der war halt Chinese, das klingt jetzt hart klischee-mäßig, aber der hatte einfach Diablo nach 2 Wochen so hart auf Farm-Status. Das war so übel, einfach nur. Der hat auch Tag und Nacht nur gezockt. Ich weiß noch, wie mein alter Gildenmeister nachts um 4 Uhr ins TS gekommen ist. Ich hatte Ferien und naja, er kam ins TS, sagt so: Moin Jungs, wie immer, ich gehe jetzt mal 2 Stunden Farm. Unterhaltet mich. So nur eine Stunde oder so hört man nur einen lauten Knall bei ihm aus dem Mikro kommen. Ist er eingepennt. Am Abend haben wir dann rausgefunden, dass er mit dem Kopf auf sein Mikro, auf seine Tastatur geknallt ist. Headset und Tastatur im Arsch gewesen ist. Alter. Ja. Das ist übel. Ah, jetzt haben wir auch schon den Portalwächter. Ja. Der hat irgendwie mehr Leben wie sonst. Das hat immer 1,3. Ich hab irgendwas geändert in den letzten Tagen. Irgendein Hotfix oder sowas. Irgendwas ist anders. Ja, 100.000 Damage weniger, einfach mal 700 Millionen mehr an Leben von Gegnern. Kurios. Ja. Ich bearbeite den hier permanent, immer schön. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Nee, der Knochenmaster kann nicht fehlen. Ja, ich merke das gerade. Also da gibt es andere Kombinationen, die für Nahkämpfer echt eklig sind. Ja. Ich hab... Den Boss aus dem dritten Akt zum Beispiel. Der seine, der diese komischen Wolken setzt. Ah. Der ist so widerlich, ich mach den gar nicht. Da bleibst du wohl hier jetzt. Ja, ich habe mir auch so ein paar Mon-Guides wenigstens mal angeschaut. Ich baue den immer so, wie ich ihn gerade lustig habe. Also wie ich ihn gerade spielen will. Ja. Ja, ich mache eher Stern. So. Ich brauche noch 2 Teile von dem Set, weil dann wird der Barbar richtig ekelhaft. Okay. Ja, mit dem 4er-Boni hole ich die Cooldown-Zeit von Zorn des Berserkers runter. Und durch die Cooldown-Zeit, also wenn ich Zorn des Berserkers und meine Uhr anhab, die ich ja immer anhab, mache ich 100% mehr Damage. Ja, läuft bei dir. Ja. Das heißt, ich gehe erstmal 50% durch den Zorn dazu und dann nochmal 100% durch das Set-Teil. Das ist schon übel. Ja. Also ich weiß gar nicht, was das Monk-Set kann. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe hier einen, ich habe noch ein Uralt-Set-Teil. Dämonenmark. Oh, gut. Es gibt einen, habe ich zufällig Monk dabei? Ich rufe ihn, nö. Auch nicht. Musst du bei mir mal die voll reingucken. Meine Kiste ist fast voll. Und fast nur mit Legendär oder Edelstein. Ja, läuft bei dir, ne? Also ich kenne einen Setter, das hat mein Kumpel gedroppt gekriegt, dass du deine Mantras alle gleichzeitig aktiviert hast. Ja. Dann soll es noch einen Set geben, wo du
alle Begleiter gleichzeitig hast. Ja, diese Zahlen sind schon echt pervers, was es da für Varianten gibt. Oh Gott, ich glaube, ich. Ja, das Problem ist, in letzter Zeit suchte ich so viel anderes und dann finde ich keine Zeit für Diablo. Was sucht es zurzeit? Momentan primär WoW, weil ich da wieder in eine Raid-Gilde reingekommen bin. Dann halt meine Let's Play-Projekte, also Alice und auch WoW. Was habe ich noch? Mortal Kombat natürlich und demnächst steht. Verliere ich eh mein Leben, weil da kommt, ich habe mir Witcher 3 vorbestellt und das wird richtig, richtig übel. Du bringst The Witcher 3? Ja, ich bringe das sogar als Let's Play. Dann bitte 5 Parts pro Tag. Danke. Ja, kein Problem. Am besten als Livestream, 24 Stunden durch. Nee, schlecht. Ich hab relativ viel Training zur Zeit gemacht. Das ist blöd mit Livestream. Ja, okay, Komme ich nicht mehr daher. dann setze ich. Und nach Alice nehme ich das Projekt auf, was ich auf meinem alten Kanal schon so gerne gemacht habe. Da kommt nämlich dann wieder Gothic 1. Ei, sehr cool. Ja, und da freue ich mich übelst drauf. Du hast so eine coole Grafikmod. Ja. Oh Gott, wie eins habe ich als Kind auch viel gespielt. Ja, das ist auch einfach so Godfather auf deutsches Rollenspiel irgendwie. Das ist so, es war einfach nur gut. Die Sprüche, die da drin vorgekommen sind, haben mich so mein Leben lang geprägt. Wie ich es immer verpeile, dass wenn ich jetzt privat mit einem Kumpel eine Runde gezockt habe und nach der Aufnahme den Ton wieder anzuschalten. So, jetzt erstmal wieder Wirbel-Sound an. Ja, ich lasse hier ganz normal Ingame-Sound so ein bisschen laufen. Ja, ich hab nur aus. Wenn ich Oh. jetzt irgendwelche. Oh, was? Blaue Gegner, da kriege ich auf Qual 4 schon immer Angst. Ach so. Also, wenn ich mich mit so einem prügel, halte ich mich noch gegen mit meinen Nahkampfangriffen. Ich meine, so schlecht ist der Monk gar nicht. Der macht schon ganz gut Schaden. Der Mock ist cool. Ja. Oh yeah. Ich liebe dieses Siegel. Du bist so als Monk so derbe schnell, vor allem wenn du Weg der 100 Fäuste noch hast. Oh ja. Aber ich würde meinen Barbaren nie wieder hergeben. Ich habe übrigens einen Fehler gefunden. Wenn ich jetzt im Blutrausch bin, habe ich 1 Million Schaden. Ah. Ich hatte auf Cooldown Reduction geskillt bei dem Paragon Event und mir dabei eine Menge Crit genommen. Ah, okay. Boah, diese Elektrosäulen machen auch echt gut Schaden. Das ist. Ich habe auch zwei so Bodeneffekte. Ich hab eigentlich Wirbel, so einen Standardangriff und hier einmal Erdbeben und einmal sowas. Ich weiß noch früher, der Magier, der hat sich so nur als Pew-Pew-Laser-Magier gespielt, beziehungsweise ganz früher noch mit den Hydras. Dass du hast einfach, du bist halt hingekommen, hast die Hydras hingestellt und bist erstmal AFK Kaffee kochen gegangen. Die Hydras sind aber auch stark gewesen. Wir sind immer noch ziemlich stark, nur die Gegner mittlerweile viel, viel mehr leben. Ja. Die Hydras waren einfach nur so abgefuckt. Du hast dich in den Bosskampf gestellt, Hydras rein und dann so ein bisschen gelasert noch aus der Ecke raus. So Mittlerweile ist die Frostsphäre ja ziemlich übel. echt? Ja, weil die verlangsamt einfach um 80% oder so. Ja, läuft. Aber ich mag Magier. Also ich habe Magier, bevor es umgestellt wurde, gerne gespielt, also bevor es jetzt hier Reap of Souls wurde. Aber mittlerweile hier Barbar oder auch den Hexendoktor spiele ich gerade sehr, sehr gerne. Hexendoktor hat mich auch immer gereizt, weil der einfach so derbe cool aussah. Keine Ahnung, ich hatte direkt so eine Verbindung, aber ich fand halt Monk schon in den Trailern, wo das so angeteasert wurde, fand ich den Monk einfach am coolsten so. Dieses einfach, du hast total die Power und bist aber total bescheiden in dem, was du tust. Das fand ich so als Credo irgendwie nicht schlecht. Ja, der Monk ist ziemlich, ziemlich cool. Also den Kreuzritter haben sie auch was sehr, sehr Cooles reingebracht. Nur Ja. blöderweise ist der doch sehr an so ein Heilig, also an so ein Paladin aus WoW vergleichbar. Ja. Ja, ich habe ja als Season Char hier mir ein paar Kreuzritter gemacht. Und er spielt sich halt übelst tanky. Du brauchst halt irgendwie nur Rüstung, so. Du machst trotzdem übelst Schaden. Du hast halt den Vorteil, dass du halt ein dickes Schild tragen kannst und dazu noch den
Die Zweihandwaffe. Ja. Alter, alles voll mit Lasern. Ja. Du schlägst zwar dann nicht schnell zu, aber dafür mit der ja richtig Wumms dahinter. Ja. Ist halt auch eine sehr, sehr interessante Community. Ist halt auch eine sehr, sehr interessante Klasse. Jo. So. Du kannst auch coole Kombis bauen. Ich beende mal kurz die Folge und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.